Hallo liebe 1000 PS Freunde zu einem neuen Video hier auf 1000 PS TV. Wie ihr sehen könnt, ich habe einen neuen Roller mir ausgefasst und zwar den Honda Forza 300. Den hat der Mac schon für euch getestet bei der Präsentation. Aber ich habe mir jetzt nochmal geschnappt und bin die letzten 1,5 Wochen, egal bei welchem Wetter, also Regen, Sonnenschein, mit dem Forza 300 zum 1000 PS Büro und zurückgefahren. Und ich denke, ich kann euch jetzt einen guten Eindruck geben, wie es so ist, mit dem Honda Forza 300 zu leben. Bleibt dran! Ja, der Honda Forza 300. Bevor ich jetzt näher auf ihn eingehe, will ich noch ein kleines Geschichterl erzählen. Und zwar, ich habe den abgeholt von einem Honda-Händler in Wien. Es war Montag, es war ziemlich verregnet. Und das hat mir so ein kleines Flashback gegeben, weil genau vor circa 3,5 Jahren habe ich beim selben Honda-Händler, beim selben Wetter, mein erstes Motorrad abgeholt. Das war ein schönes Flashback, das war eine schöne Erinnerung, wieder dort zu sein, ein brandneues Motorrad abzuholen oder halt in dem Fall einen Roller. Und wieder im strömenden Regen heimzufahren. Ja, kann nicht alles im Leben Sonnenschein sein. Aber kommen wir jetzt mal zum Forza 300, ein wunderschöner Name, zu einem wunderschönen Roller, wie ich finde. Ich beginne mal mit dem Antriebsstrang und mit dem Motor. Was da so dahinter steckt, das ist ein 279 Kubikzentimeter großer Einzylinder mit 25 PS und 27 Newtonmeter Drehmoment. Gekoppelt ist da eine Keilriemenautomatik und er hat auch noch verbaut, darauf will ich jetzt gleich eingehen, eine Traktionskontrolle. Honda hat da einen ganz speziellen Namen dafür, HSTC, Honda Selectable Traction Control, nein, Torque Control, so ist es, Verzeihung. Und es ist im Endeffekt eine Traktionskontrolle. Großer Name, einfache Bedienung. Und zwar über einen kleinen Knopf hier am linken Lenker. Und das hat mir gleich die erste Frage aufgeworfen. Wozu will ich bei einem Roller die Traktionskontrolle ausschalten? Ich habe auch ein bisschen mit Frauli darüber debattiert, ob wir Ideen haben, wozu. Er hat dann gemeint, naja, dass du halt die Wahl hast, aber ich sag mal so, ich würde keinen Rollerfahrer kennen, der die Traktionskontrolle freiwillig ausschaltet, außer natürlich vielleicht um Burnouts zu machen, aber wer macht schon Burnouts auf einem Roller? Aber gut, so viel mal dazu. Kommen wir so zum Motor. Ich muss sagen, er hat mich sehr begeistert. Der zieht wirklich sauber durch bis ca. 120 km/h, dann wieder ein bisschen schwächer. Aber davor kann man super im Verkehr mitschwimmen. Autobahn ist auch kein Problem. Top Speed gibt Honda an mit 130 km/h. Ich habe mal geschafft 150, also da ist ein bisschen mehr drinnen. Aber selbst dann bleibt er eigentlich relativ entspannt, macht keine großen Probleme. Das ist schon mal mein erster positiver Punkt beim Honda Forza. Dann mache ich mal weiter mit dem Komfort. Da gebe ich jetzt mal meinen Helm weg, weil da würde ich mich gerne hinsetzen. Also wenn ich hier Platz nehme am Honda Forza, habe ich gleich dieses wunderschöne Display da vor mir. Es besteht aus zwei analogen Anzeigen, also Geschwindigkeit und Drehzahl. Ja, ich sage es immer wieder beim Roller, wozu brauche ich die Drehzahl, wenn ich eh nicht schalten kann. Aber weiß nicht, was ist eure Meinung dazu? Vielleicht bin ich auch der Einzige, der das denkt. Aber wunderschön dargestellt, mir gefällt besonders die Schriftart von den Zahlen. Es wirkt, finde ich, so ein bisschen wie bei so Oldtimern aus Amerika, wahrscheinlich auch aus Italien. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber das hat so ein bisschen einen Retro-Touch, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und es ist ein schöner Kontrast zum Display, zum negativ gehaltenen Display in der Mitte. Da sieht man dann eben die wichtigsten Informationen wie Tankanzeige, Wassertemperatur. Wir haben zwei Tripzähler. Jeweils einen Durchschnittsverbrauch für die Tripzähler und natürlich Uhr- und Außentemperaturanzeige. Wenn ich schon mal hier bin, dann bespreche ich auch gleich den Lenker, weil da geht ziemlich viel ab, mir persönlich schon zu viel, vor allem auf der linken Seite. Weil wir haben auf der linken Seite die Knöpfe, um die beiden Informationen, Info A und Info B, das sind zwei Layer hier im Display, durchzuschalten. Und es hat natürlich den Vorteil, dass ich immer während der Fahrt all die Informationen durchschalten kann und ja, immer up to date bleibe, wie viel ich gerade verbrauche. Aber mir ist das ehrlich gesagt schon links überladen.
Also ich bin jetzt 1,5 Wochen unterwegs gewesen mit dem Forza 300 und ich muss sagen, bis jetzt ist da nichts intuitiv für mich. Also ich schaue immer wieder hin, ob ich eh den Blinker erwische und nicht die Hupe. Also es sind schon sehr viele Knöpfe auf einmal. Mir gefällt das persönlich nicht so, denn ich habe hier auch die Schalter zu meinem Highlight von Forza 300. Dazu schalte ich mal die Zündung ein, dass ihr es sehen könnt. Zum elektrisch verstellbaren Windschild. Also das kann man hier über den Schalter stufenlos rauf und runter stellen. Finde ich ganz großartig. Und zwar muss ich sagen, das hat sich im Alltag wirklich bewährt, weil ich habe 2 Einstellungen für mich gefunden. Und zwar im Ort oder in der Stadt, wenn ich so mit 50 um und umgondel, schönes Wetter ist und ich ein bisschen Fahrtwind haben will. Windschild ganz runter und ich werde angenehm gekühlt. Wirklich sehr schön. Aber wenn ich dann rausging auf die Landstraße oder auf die Autobahn, Windschild ganz nach oben, der Windschutz wird natürlich besser. Und es macht dann einfach wieder mehr Freude, weil man nicht so viel Druck im Gesicht hat. Das Windschild hat aber auch seinen Nachteil, der mir eigentlich gar nicht gefällt. Und zwar, wenn es ganz oben ist, entstehen natürlich Turbulenzen hinterm Windschild. Und wo entstehen die? Genau hinterm Helm. Das bedeutet, immer wenn ich dann fahre, ab 110, vor allem ab 120 spüre ich es dann, dass wirklich ein Druck hinten am Helm liegt, als würde mir wirklich einer hinten am Kopf drücken. Und das ist auf Dauer dann doch sehr unangenehm geworden, vor allem auf der Autobahn. Das weiß nicht, wie man das regeln könnte, vielleicht ein noch höheres Windschild. Aber ja, ein kleiner negativer Punkt am Forza 300. Dann will ich weiter hier auf den Komfort eingehen. Wie ihr sehen könnt, die Fußbretter sind eigentlich riesig. Also ich kann wirklich einen sehr spitzen Kniewinkel wählen oder meine Beine fast komplett ausstrecken. Ist mit meinen 42er Schuhgröße, 42, 43 circa, kein Problem da. Also ich kann da wirklich komfortabel sitzen. Das war dann auch meine Landstraßensitzposition, also Beine ausgestreckt, Windschild oben, weil dann geht der Wind schön vorbei und ich bin entspannt, wenn ich zur Arbeit komme. Dann weiter zum Komfort. Die Sitzbank ist sehr angenehm breit, Sitzhöhe von 780 mm. Und darunter, wo wir gleich zum wichtigen Punkt kommen eigentlich von so einem Maxi-Roller, der Stauraum. Ich meine, jetzt ist er gerade ziemlich vollgeräumt, ich will ihn nicht aufmachen, ich werde jetzt dann eh auf den Detailaufnahme sehen, wie viel reinpasst. Honda geht an, 2 Integralhelme passen rein hintereinander. Ich habe es mit meiner Größe M versucht. Hinten hat er nicht mehr gepasst, außer dass ich ihn hätte wirklich runterdrücken müssen. Das wollte ich meinem Helm dann nicht antun. Also ich würde optimistisch sagen, ein Vollvisierhelm vorne und eine Halbschale hinten, beziehungsweise wie ich immer meinen Rucksack oder weiß nicht, eine Jacke, eine Weste, was ich auch immer dabei haben will. So, und ich muss auch gleich meine Aussage zurücknehmen. Ich kann auch schwören, ich habe es heute früh versucht, den Helm hier reinzubekommen. War wohl unfähig, aber wir sehen, 2. Vollvisierhelm, kein Problem. Dann noch ein sehr nettes Detail. Im großen Fach ist noch links integriert eine kleine Ablage. Also da habe ich zum Beispiel meine Handschuhe dann immer reingestopft. Das ist so ein kleines Extra, das den Stauraum wirklich deutlich praktischer macht. Und wir haben da natürlich auch noch vorne ein Handschuhfach, das ist hier links vorne angebracht. Leider nicht verschließbar, ich habe versucht, vielleicht, ob es mit der Elektronik verschließbar ist. Beziehungsweise, da fällt mir ein, ich muss noch versuchen, das machen wir jetzt gleich live hier, ungeschnitten, wenn ich das Lenkschloss reingebe, so, dann deaktiviere ich ihn, weil es natürlich, halt natürlich, wie viele Honda-Roller inzwischen schon keyless, also ich habe den Schlüssel hier einstecken und steuere alles nur hier über die Einheit, da drücke ich drauf und wenn der Schlüssel in der Nähe ist, schaltet er sich natürlich an. Aber jetzt wollte ich eigentlich schauen, wenn das Lenkerschloss drinnen ist, der Roller ausgeschalten, ist das Schloss, ist das Fach verschlossen? Ja, Tatsache. Okay, also um das Handschuhfach zu verschließen, müsst ihr wirklich die Lenkersperre reingeben. Habe ich jetzt auch was Neues dazugelernt. Ich mache es jetzt mal wieder auf. Ah, poppt sogar automatisch jetzt auf. Wir haben drinnen ein relativ tiefes Staufach mit sogar einer kleinen Ablage, wo man, denke ich, ein Geldbörsel oder ein Handy reinstecken könnte und eine 12-Volt-Steckdose. Also wenn man sich da einen Adapter holt für USB, kann ich mir sehr gut vorstellen, da während der Fahrt das Handy aufzuladen, was man im Alltag doch öfters braucht, vor allem wenn man, wie ich, ein uraltes Handy hat, das immer den Akku verliert. Aber gut, genug zu Apple und seinen kleinen Schwierigkeiten. Zurück zum Forza 300. Noch ansprechen will ich den Verbrauch. Ich habe jetzt bei meinen 500-600 Kilometern, die ich gefahren bin über diese 1,5 Wochen, 3,5 Liter verbraucht. Honda gibt an 3,1 Liter. Man muss auch zugeben, der Roller ist relativ neu, also vielleicht senkt sich der Verbrauch dann noch. Und neben den Turbulenzen hinterm Visier und dem überladenen Lenker habe ich noch einen negativen Punkt am Forza 300 gefunden über die Zeit, die ich ihn gefahren bin.
Und zwar die Vorderbremse. Ich meine, beim Roller bremst man eh meistens kombiniert, aber wenn man so wie ich, Motorradfahrer, der halt mal vom Roller umsteigt, dann nur die Vorderbremse verwendet, dann wird auffallen, dass sie zwar okay bremst, aber der Druckpunkt und dieser initiale Biss, den sie haben könnte, der ist einfach nicht da. Also man muss schon festziehen, bis sie so verzögert, wie man es haben will. Und ja, es ist okay, wie schon gesagt, aber es könnte eine Spur besser sein. Um das Ganze jetzt mit einer positiven Note zu beenden, will ich noch die Optik ansprechen. Die ist natürlich wie immer Geschmacksfrage, aber ich muss sagen, diese Front, die hat mich, ich bin verliebt. Also diese LED-Scheinwerfer mit den LED-Streifen, die ein bisschen die Honda-Flügel imitieren, finde ich persönlich wunderschön. Wie findet es ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Den Preis will ich jetzt nicht ansprechen. Ich poste ihn euch wieder unter das Video, weil ist natürlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz unterschiedlich. Und vor allem, wir haben auch gerade in Österreich eine Aktion und da ist der Preis jetzt wieder völlig anders. So, das ist, denke ich, der Forza 300. Ich gebe euch jetzt noch meine Top 3 Likes und meine Top 3 Dislikes vom Honda Forza 300, so als kleines Fazit. Also meine Top 3 Likes sind einerseits der Komfort. Bequeme Sitzbank, viele Möglichkeiten auf den Fußbrettern sich zu bewegen. Punkt 2, der Motor und der Antriebsstrang, also zieht wirklich sauber durch, kann problemlos Autobahn fahren und den Alltag, sage ich mal, bewältigen. Und Platz 3, Nummer 3, wie auch immer, ist diese hochwertige Anmutung von Forza. Also ich habe da kein Plastikteil gefunden, das irgendwie billig ausschaut, wo ich mir gedacht hätte, ah, das hätte Honda anders machen können. Die Optik gefällt mir auch sehr gut. Also man hat wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Roller, mit dem man sich, finde ich, doch auch sehen kann. Und was sind meine Top 3 Dislikes vom Honda Forza? Wie angesprochen, die Turbulenzen hinterm Helm ab 100, 110 km/h. Wie schon gesagt, vielleicht ein höheres Windschild könnte das lösen, da bin ich mir nicht sicher. Nummer 2 ist die zu schwache Vorderbremse. Wie schon gesagt, in Kombination mit der Hinterbremse ist sie okay, aber alleine ist sie mir zu schwach. Und Nummer 3, der überladene Lenker links. Klar hat es seine Vorteile, dass man alles bei Hand hat, man muss nicht vorne zum Display greifen, um es umzuschalten. Aber es ist dann doch schwer, sich daran zu gewöhnen und das Intuitive fällt für mich persönlich weg. So, liebe 1000 PS-Freunde, jetzt würde es mich natürlich noch interessieren, was haltet ihr vom Forza 300? Habt ihr vielleicht schon Forza 300, einen der älteren Generationen? Schreibt es mir in die Kommentare, hinterlasst mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Da gibt es uns noch ein 3er BMW, jawohl, damit beende ich es. Danke, tschüss! Stop, 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 stop.